Hallihallo, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Schön, dass auch du wieder eingeschalten hast. Freut mich. Ich hoffe, ihr seid gut durchs Wochenende gekommen und euch geht's gut. So, schnappen wir uns mal den Boy hier. Ja, renn doch hinterher. Oder geh am besten hinterher. Ich meine, klappt bei Myers ja auch, ne? Komm doch nicht rüber. Ich kann nicht springen. Ich meine, der geht ja auch immer nur und schafft das. Ah, es hat doch geklappt. Gegenüber der Polizei keine tödlichen Techniken anwenden. Ich habe ja nicht mal eine Pistole dabei. Was soll ich denn machen? Ja, boah, die krachen mich hier weg und ich habe nicht mal eine Knarre. Ja, na, das ist ja geil. Was soll ich denn da machen? Polizei, geben Sie auf! Lade nach, Feuerschutz! Der Verdächtige, er ist da drüben! Das Spiel ist zu Ende! Ups, ja, played. Yay, jetzt ist das Ganze animiert. Er wartet schon wieder auf dich, Sam. Hier, Fischer! Ich bin hier! Ja, ich weiß doch, wo du bist. Krieg dich aber nicht, weil es gescriptet ist. Ah, ich dachte, der schießt. Lauf weiter, geradeaus. Ja, das habe ich nicht gesehen, dass der runtergesprungen ist. Und am Baum verstecken. Bisschen DVD, 360 Spins. Scheiße, eine Waffe! Oh mein Gott, oh mein Gott! Na, warum soll ich den denn kriegen? Ist jetzt. Sam. Kann er nicht mal E drücken? Oh Mann, ist immer Sackgasse für dich. Was? Ah, ich brauche nur einen Schuss! Oh. Los, ergeben Sie sich! Hauen darf ich den anderen? Die Polizei zieht sich aus deinem Abschnitt zurück. Irgendeine Ahnung wieso? Ich höre mal in Ihren Funkverkehr rein. Jetzt sind wir doch wieder hier am Anfang, oder? Oh. Er verlässt das Café. Er läuft in Richtung der Allee. Allee. Ich glaube, jetzt ist es gleich vorbei. Wir werden ihn verlieren. Jetzt hat sie ihn aufgesprengt. Geht es dir gut? Klar. Dann kommt jetzt der praktische Teil. Mehrere Third Echelon-Einheiten sind auf dem Weg zu dir. Was ist mit den Bullen? Die wurden gerade eben vom Third Echelon abgezogen. So viel zu den Samthandschuhen. Wie komme ich hier raus? Der Secret Service-Mann, der dich reingebracht hat, wird dich abholen. Bis er eintrifft, bist du auf dich allein gestellt. Okay. Was soll ich jetzt sehen? Er ist nicht da. Er war nie weg. Ich könnte mich nicht sehen. Aha. Ich habe halt ein gutes Versteck gewählt. Kein Kontakt, wiederhole, kein Kontakt. No contact, no, no. Sieht alles okay aus. Sicher, dass Fisch. Das ist gehört oder was? Bereich gesichert.
ist okay. Zurück an die Arbeit und haltet die Augen offen. Genau. Muss ich das hier nur ausharren oder was? Nee, ich muss nicht reden. Das wird das denn nicht. Kein Fischer. Beeilen wir uns. Bald kommen die Bullen zurück. Sam, dir nähert sich gerade eine zweite Angriffswelle. Ich habe nicht mehr die erste geschafft. Hier ist nichts zu sehen. Geht rein, bereit machen! Los geht's! Habe keinen Sichtkontakt zu Fischer. Durchkämmt den Bereich, findet und tötet ihn. Na, wenn die jetzt von da hinten kommen, ist scheiße. Wenn die von vorne kommen, sehen die mich in der Ecke. Ich sehe Fischer nicht. Er muss in der Nähe vom Café sein. Behaltet die erste Etage im Auge. Ah, da ist gerade einer lang gegangen. Keine Spur von Fischer. Durchsucht weiter das Café. Eine Spur vom Ziel. Sieht ihn jemand? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Hier ist nichts. Verteilt euch und haltet eure Augen offen. Findet Fischer. Der wird da sind schon wieder welche hinter dir her. Wie viele noch? Noch immer keine Spur von ihm. Haltet die Augen offen. Die ersten habe ich doch noch nicht mal erwischt. Was soll denn das? Irgendjemand dann mal so schlau kommt dann hier rein oder was? War noch mein Taxi. Oh ja, oh, oh. Ja. Sucht den Abschnitt. Findet und erledigt den Penner. Kein Kontakt, wiederhole, kein Kontakt. Also ich bin halt auch von überall reinballern, ne? Hier welche stehen, da welche. Keine Spur von Zielpersonen. Seid vorsichtig. Ja, halt für den Piste. Gibt's hier mehr als nur ein Versteck. Ja, ich komme leider nirgendwo anders in dem Schacht. Sehr gut. Fischer ist nirgends zu sehen. Hat jemand das Café durchsucht? Es wird Zeit, Sam. Oh, meine Abholung. Wo? Auf der Brücke hinter dem Café. Lauf. Ja, das ist spannend. Noch nicht. Weitersuchen. Er muss hier irgendwo sein. Ja, der wird mich, denke ich mal, nicht mitkriegen. Achtung, er ist hier irgendwo. Lauf zur Brücke. Dein Taxi wartet keine auf dich. Spur vom Gegner. Ja, mach ich. Bleibt wachsam und meldet, was euch verdächtig erscheint. Ich kann nicht. Es kommen immer mehr. Fischer wurde noch nicht gesehen. Beeilung! Lauf zur Brücke. Im Erdgeschoss! Im Erdgeschoss! Easy! Nur einen Toten. Muss ja auch nicht immer alle töten. Aber ein bisschen warten mussten wir. Und jetzt kommen wieder die 20 FPS Videosequenz. Aber egal. Ein Zeichen dafür, wie sehr Sam sich verändert hatte, war die Tatsache, dass er es überhaupt in Erwägung zog, sich Third Echelon vorzuknöpfen. Er war immer loyal, bis auf die Knochen. Doch jetzt war er bereit, ihnen den Hals umzudrehen. Die Schwäche des Gebäudes war seine Stromversorgung. Haupt- und Nebenversorgung waren auf Höhe der Parkebene im Untergeschoss platziert. Mit ein bisschen C4 an der richtigen Stelle konnte Sam die Stromversorgung lang genug lahmlegen, um ins Third Echelon hineinzukommen. Für Sam klang das gut. Er ging rein. Sie sollten ruhig wissen, dass er kommt. Ja, der Schacht da links war ganz gut. Wie ja, komme ich da lang? Ein Ersatzreifen. Ging nicht anders. Du musst jetzt mit deinem C4-Sprengstoff die Primär- und Sekundärtransformatoren des Gebäudes ausschalten. Spreng sie gleichzeitig, wenn du in der Nähe des Empfangs bist. Dann hast du ein paar Sekunden, bis der Notstrom die Sicherheitssysteme aktiviert.
Sie sind beide auf der Parkebene, korrekt? Korrekt. In zwei verschiedenen Räumen. Sie dürfen dich nicht sehen, sonst verriegeln sie die Sicherheitstüren. Und spring nicht unnötig vor den Überwachungskameras rum. Sieht alles sauber aus. Wir müssen den Zugriff auf den Parkbereich sperren. Angst, dass jemand zufällig da reinspaziert? Oh, da irgendwo ein Schacht. Der Schlüsselkarten knacken. Wir hätten doch lieber Handflächenscanner an den Aufzügen anbringen sollen. Das ist Reeds Baustelle, nicht unsere. Wenn der es für sicher hält. Nichts ist unknackbar, du weißt das. Du packst jetzt aber nicht schon wieder die alten Fischer-Geschichten aus, oder? Wieso nicht? Er lebt immer noch. Wenn ich Sammy wäre, würde ich mit Sicherheit nicht herkommen. Ja, aber der bist du nicht. Und dafür danke ich dem Herrn. Hallo. Hä, wo ist eine andere hin? Ist noch da. Na, wegbauen kann ich den ja nicht, ne? Ach, da hinten ist weg. Gesperrt. Nach der umstrittenen Rede, die Vizepräsident Sampson am Lincoln Memorial gehalten hat, da geht's nicht durch. Das ist noch ein Gitter. Was hier so? Hey! Oh, es liegt jemand aus. Ja, der läuft genau dahin, wo wir auch hin müssen. Ey. Der andere, ach, das sind auch zwei. Die Polizei rät ortskundigen Verkehrsteilnehmern den Bereich zu umfahren. Nun zurück zum regulären Programm. Ist noch jemand drum, oder? Sind die so laut? Ich denke mal nach da, weiß ja nicht, ob das jetzt noch. Nee. Alter, ist das Ding schon. Will ich das auch kaputt machen? Oh. Vergiss es, Sam. Sie wissen, dass du da bist. Das Gebäude wird verriegelt. Ich darf's nicht mal kaputt machen. Ja. Okay, okay, okay. Wo sind denn die zwei? Der eine jetzt tot oder beide vielleicht? Oder wie? Hä? Ich hab hier noch einen. Ich gehe jetzt einfach hier runter gucken, weil ich habe auch zu lange zu warten. So geht's auch. Nimm das, du Penner! Ach! Die Cam! Die haben wir gar nicht gesehen. Lost. Naja, kann ja mal passieren. Es tut mir leid. Der war mies platziert. Da darf man nur einmal drauf reinfallen, ne?
Ja, wir dürfen sowieso nicht schießen. Daher packt die Waffe weg einfach. Das haben sie. Muss man den ja lassen. Aber was heißt, wenn wir jetzt hier auch genug Zeit, um rüber zu gehen? Da mach ich mal die Tür auf. Ah, ne, nicht wieder rein. Was ist denn das, wenn ich dahinter hocke? Die sind auch an? Boah. Das wollen wir nicht. Rüber? Auch nicht. Wenn wir zurückgehen, können wir in, zum Van gehen. Er fällt überall Schritte. Und da ist die nächste Kamera. Warum ich verrückt ist der? Was soll denn da hinkommen, Junge? Da geht's hoch. Ich darf keinen töten, ja, alles klar, da drüben geht's hoch. Wie weit kommt man denn da? Ja, aber auch nur bis hierher, hä? Dann war's das. Ja, ohne den Sonargerät, ne, muss man echt schon die Augen richtig gut offen halten. Da geht's halt auch nur ein Stück. Aber hier, wie willst du denn da hinkommen? Geht doch gar nicht, oder? Nein. Da kannst du auch nicht. Wie willst du denn den vorbeikommen? Mal. Der sieht mich doch auch gleich, wenn ich hier rüber gehe, oder? Na. Tschüss, muss los. Das wird aber auch nichts bringen, weil das. Ah, da vorne dunkel, okay. Wie willst du denn das machen, ey? Ja, man kann noch über die Motorhaube. Aber die ist genauso eingestellt, dass sie nur gerade geht, oder? Da ist noch das gelbe Ding. Naja, man kann aber darüber gehen, stimmt. Wir können uns ja um den Ding hangeln. Das geht. Also wenn der jetzt zurückgeht. Der geht aber auch rüber, da muss man auch aufpassen. Ja, da rechts wäre am kürzesten, aber das geht ja nicht. Da hört auf einmal das Licht einfach auf, wo der Kegel viel weiter geht. Schaut mal. Das haben sie nicht richtig texturiert. Na, da kommt Dreh ab. Oh mein Gott, das ist ja gleich der nächste Junge. Besten wäre vielleicht noch da hinten gehen. Mal leise, Junge. Und solange die kleinen Verdachtschriften geht. Ah, da ist direkt im Lichtkegel, Alter. Ich hab keine Kamera. Oi, 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 oi. Ja, nach da hinten müssen wir auch. Ich kann mich einmal fallen lassen, aber ich muss ja wieder hochkommen. Auf jeden Fall wäre es jetzt eine schlechte Idee. Nach oben.
Ich komme nicht weiter, ey. Das ist immer da unten. Schlechter Zeitpunkt gerade. Ich weiß auch nicht, ob ich über den schicken Sportwagen komme. Also nach unten bringt ja auch nichts, weil der Kasten extra am Weg ist. Boah, zum Glück bin ich mich nicht hier, ey, toter Winkel. Also die Kamera mich jetzt hier oben trotzdem wahrnimmt. Der macht er ganz friedlich. Nee, die Kamera ist ja viel niedriger. Friedlich seine Runde und sein Auto. So. Einfacher wäre es natürlich hier runter, weil dort ist die Kamera. Und wir müssen ja auch runterspringen. Willst du mich fahren? Ich komme ja nicht um den Winkel rum. Hä, da vorne geht's doch auch. Ja, wird schon sagen, Junge. Streng dich mal an, Cowboy. Und da drüben sind auch noch welche? Ich hoffe nicht. Sie hat gesagt, ich soll nur in den Raum rein. Die leuchtet aber ganz schön weit auf. Erstmal nach oben bleiben, bitte. Das andere werden wir wieder hinten klären. Das heißt, wenn der wieder zurückgeht, gehen wir hier rein. Sofern das hoffentlich dann klappt. Und da unten dürfte kein Problem darstellen. Die Kamera auch nicht, wenn wir hier nach da gehen. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hoch, ey. Wenn es losgehen würde. Aber nochmal in die Richtung, ne? Komm, mach die Tür zu. Mal wenigstens hier drüber zurückgehen. Die Frage ist nur, ob wir an denen dann da hinten vorbeikommen und ob jetzt ein Speierpunkt gemacht wurde. Ja, das geht ja schon mal. Ach, jetzt ist wieder das mit dem Auto. Das ist die Frage, wenn wir runtergehen, ob der dann zur Seite geht. Weil. Er steht ja da wie ein Stein. Oh, ich weiß gar nicht, ob der jetzt hier gucken kann. Hallo? Kann der jetzt nicht hier gucken? Und da krieg ich eh nichts mehr. Wenn es um das Auto geht, können wir hier rüber und dann dahin. Wenn die Kamera weg ist.
Ja, schade, dass man hier nicht einfach mal speichern kann. Und fertig ist der Lachs. So, damit wir jetzt am meisten Puffer haben und uns noch ein bisschen gedulden. Ich weiß ja auch nicht, was unter mir noch so rumläuft. Die Kamera ist auf jeden Fall nicht. Die geht ja eh nicht weiter. Sagen wir, der Typ wieder sich auf den Weg nach hinten macht, machen wir runter. Weil der leuchtet ja auch hier lang, also der wird uns definitiv sehen. Und hier unten ist eine Kamera. Und dann würde ich sehen, ob der da weggeht. Und wenn er nicht weggeht, dann... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war da nicht. Nee, das können Sie vergessen. Das können Sie doch vergessen, ja. Eine Falle. Das wird safe nichts. 100%, da brauche ich gar nicht weiter gucken. Wo ist denn die andere Kamera gewesen? Ja. Geh doch das Rohr hoch, Junge. Aber wie soll man denn in den Raum kommen, wenn man denn auch die ganze Zeit da chillt? Weiß auch nicht. Das soll mir mal einer erklären, ey. Wie soll denn das funktionieren? Und die bleibt doch noch nicht stehen. Komm ich überhaupt runter? Oh. Da unten steht einer, der guckt hier in die Richtung, der andere läuft eine Patrouille. Mein Leben lädt sich auch nicht auf, oder? Ah, doch, in dem Raum. Hier war ja was bei Splinter Cell. Das ist unmöglich. Und das hinten war jetzt plausibel, aber das hier ist ja irgendwie gar nicht. Wenn ich jetzt hier rumgehe, dann sieht er mich doch gleich, oder? Aha, der geht direkt dahin. Was soll denn da rankommen? Und da oben wäre natürlich gut, aber... Die Frage ist, wann sieht denn der mich? Sieht denn? Weil meistens haben die ja dann... Was sieht man hier? Eine Laufanimation. Wenn man den nahe kommt. Das ist auf jeden Fall weiter unten, also es dürfte nicht die Tür sein. Von hier aus können wir auch dahin. Ich weiß nicht, ob das Geländer hoch genug ist zu verstecken. Das ist eine andere Frage. Bin theoretisch überfragt, weil der guckt mich auch die ganze Zeit da hinten an der Tür. Naja, wir können es eigentlich nur probieren. Was soll ich denn anderes machen? Weil die Tür wird. Ja, hier, der läuft auch immer um. Okay. Da kommt jetzt auch mal wieder zurück. Das eine ist plausibel, das andere ist scheiße. Hier ist der Schieß! Ja.
Gebäude wird verriegelt. Ja, ist ja klar, Junge. Ja, der hat mich gesehen. Genau, der andere sieht gar nichts und der sieht wieder anders. Okay, Zwischenraum. Da sag mir mal einer, wie es da hingeht, Junge. Ich weiß jetzt einfach mal da hinten lang, bringt er eh nichts. Wow. Scheiß der Hund drauf. Den kann ich eigentlich nicht losgehen. Das dauert doch viel zu lange. Guck mal, der dreht sich schon wieder um. Hallo, was sieht das? Ne, nichts Ungewöhnliches. Ich guck mal ja noch irgendwie da hoch oder so. So, Kamera dreht er, ne, das steht noch. Immer noch. Und die Kamera. Die kommen gerade wieder zurück. F-Weg. Ich kann nicht daran laufen. Ah, man darf weder ein Ausschalten noch irgendeine Kamera deaktivieren. Also das ist nicht ohne. Hier patrouilliert einer, dort einer und der steht da auch. Also ich weiß nicht, wo man da lang soll, ey. Kann man sich ja nicht mal hinter dem Auto verstecken, wegen dem, der da links ist. Und der hier unten, der guckt ja auch in der Zeit. Der stört dadurch noch nicht. Nicht so doll. Kann ich hier rumkommen? Du das machen. Aber wiederum geht es ja auch gar nicht rein, also. Da war ja nur so ein Schacht. Oder geht es da unten rein? Das kann natürlich sein. Da geht aber eine lange Runde, der da hinten. Das heißt, wenn er wieder weggeht, könnte ich. Ja, eventuell dann lang. Das will ich eigentlich markieren. Schon wieder da hinten? Und das eigentlich steht wie Feuer. Hier siehst du mich nicht, aber da ist klar. Und ist es der von da hinten? Ja, das ist auch noch eine Kamera, da muss ich auch noch aufpassen. Aber der sieht mich ja so nicht. Ich mach auch einen Schritt. Das heißt, ich muss hier nur auf der Kamera aufpassen. Und hoffen, dass der mich nicht mitkriegt.
Oder drüben runter und dann brauche ich hier nicht mit der Kamera lang. Das wird natürlich auch gehen. Und der andere nicht. Oh, der geht das runter. Wir es einfach mal hier aus. Vergiss es, Sam. Sie wissen, dass du da bist. Das Gebäude wird verlassen. Hier für dich! Wow, Alter, von beiden Seiten. Was ist denn das Schatten? Wie ist denn das, wenn ich hier mobiler EMP mache? Alarmanlage kann man auch können. Vorsicht, Leute, hier stimmt was nicht. Durchsucht den Abschnitt. Alles okay, gehen wir zum Abschnitt. Ist frei. Rücken Sie ey, auf. Was zum. Das war's, das Gebäude wird verriegelt. Ah, EMP darf man auch nicht. Ah, okay. Aber man kann ihn ablenken mit einem Schuss, wenn er denn nicht hört. Also mit der Alarmanlage angeht. Oder kann ich doch gegen treten. Ich hätte aus Versehen Schuss gelöst. Dann muss ich erst mal mit dem warten. Noch wissen, wo der andere ist. Ich weiß nicht. Dann nehme ich mir ein Auto vor, auf der Alarmanlage. Und dann verpisse ich mich dahin. Nach vorne. Dann kann ich das Fokus auf das Auto hier, glaube ich, legen. Den Fokus auf das Auto. Und dann könnte ich da eigentlich ganz schnell rüberrennen. Komm, mach die Fliege. Und da nicht reinkommt, ey. Also ich hab hier den Schuss gehört, Alter. Das wäre natürlich ein Stein werfen. Wenn wir der nach hinten macht und der auch, dann ist ja nur noch der im Weg. Hier drauf eine Kugel zu schießen. Ich weiß halt, ob er von hier den Schuss hat. Keine Ahnung. Würde ich gleich sehen. Aber wenn der da hingeht, kann ich hinter dem Auto lang. Sonst komme ich ja da nicht lang. Oh, hier kann man auch auf die Lampen schießen. Falls das Ding da Alarm oder was? Ha!
war's. Das Gebäude wird verriegelt. Sie wissen, dass du da bist. Was sagst du jetzt? Wie bitte? Wenn ich drauf schieße, das mache ich jetzt auf dem Schacht. Davor ging es doch auch, Junge. Halt uns auf dem Laufenden. Vergiss es, Sam. Sie wissen, dass du da bist. Das Gebäude wird verriegelt. Ach, davor hat sie den Schuss gelöst und es geht, oder was? Oder geht es nur auf das Auto nicht? Ja, das muss ich jetzt ausprobieren, weil sonst hilft mir das ja alles nicht. Aha, da geht der andere auch mit, oder was? Nein, da geht nicht was, ey. Wie seltsam. Jeden Tag der gleiche Scheiß. Oh, echt. Nee, du machst das nicht. Immer dasselbe mit euch. Kann ich das nochmal machen? Ah! Hier stimmt irgendwas nicht. Einen Moment. Alles klar. Melde dich über Funk. Die beiden juckt's gar nicht, Junge. Sweet. Scheiße. Was war hier los? Oh, Junge. Ich weiß nicht, wie lange ich so viel Aufregung aushalte. Vorsicht, hier ist ein Eindringling. Ausschwärmen, findet ihn. Du brauchst das jetzt schon wieder hier, würde ich sagen, oder? Gib auf! Ich weiß, dass du hier bist! Wo ist er? Ich sehe ihn nicht! Ich habe keine Zeit für Spielchen! Komm raus! Ja, mach ich es euch schwer. Ihr macht mir es genauso schwer. Meldet alle ungewöhnlichen Vorgänge. Halte die Augen offen. Der kommt schon noch. Wenn du rauskommst, bleibst du vielleicht am Leben. Komm raus! Ich bin so gerne jetzt getötet, Alter. Geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Komm noch ein Stück. Hä? Warum geht denn das nicht hier? Das ist stuck. Ich komme hier einfach nicht rein. Doch. Alter, ich dachte schon, Junge, total buggy oder was? Und damit der nächste Speicherpunkt ist, wenn die mich jetzt nicht erwischen oder erwischen, muss ich von hier anfangen. Ach, jetzt wieder nach da hinten. Mein Gott, da war ich doch erst. Ich weiß, dass du hier bist. Kannst genauso gut rauskommen. Nö. Die Nummer läuft nicht, Mann. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Na, irgendwo. Aber nicht wo. Von daher. Ich glaube, nur hier ist schwerer zu entkommen. Ich werde dich finden, du Schwein! Das ist sicher! Feuer frei! Das war's, das Gebäude wird verriegelt. Sie wissen, dass Feuer frei, ja. Super duper. Alter, wir sind bei 45 Minuten, wir müssen aufhören. Ich muss es in der nächsten Folge weitermachen. Das tut mir echt leid. Es wird zu lange. Das Bild ist doch gar keiner mehr reinziehen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, falls ihr noch nicht abonniert habt und Bock habt auf mehr Videos oder mehr von mir, dann macht es gerne. Also, ich bin erstmal raus. Ciao.